Der PSA-Konzern meint es also völlig ernst mit der Elektrifizierung und zeigt mit dem neuen ROX-E, dass die Innenstädte nun eine preisgünstige Entlastung erhalten können. In Deutschland soll der Kleine also durch Opel mit dem Namen ROX-E vertrieben werden und ist sehr konsequent und auch günstig. Das Konzept des Elektro-Zweisitzers, eine 2,41 Meter kurze und 1,39 Meter schmale Kunststoffkarosserie, batterieelektrisch angetrieben und bis zu 45 km/h schnell. Bei Opel heißt das Ganze dann allerdings SUM für Sustainable Urban Mobility. Der erste Wagen ist ein Opel. Das kann für Jugendliche ab 15 Jahren Wirklichkeit werden. Um das neueste Modell der Rüsselsheimer fahren zu dürfen, bedarf es lediglich des Moped-Führerscheins AM. Dabei ist der Opel ROX-E kein Kleinkraftrad, aber auch kein Auto. Der Gesetzgeber stuft den vierrädrigen Zweisitzer als Leichtkraftfahrzeug der Klasse L6E ein. Das heißt zunächst vor allem erst einmal eins. Bei 45 Stundenkilometern ist Schluss. Doch hinter dem Mini-Opel steckt mehr. Auch in vielen gewerblichen Anwendungen sind urbane Liefer- und Kurierdienste sicher an der ausreichenden Reichweite für ihre Bedürfnisse interessiert. Zudem ist der Preis für das in Frankreich und Italien schon verbreitete Format der Kleinst-Pkw attraktiv. Während Konkurrenten mit Verbrenner zum Beispiel von Ligier ca. 15.000 Euro kosten, wird der kleinste Opel bei unter 8.000 Euro starten. Front- und Heckpartie bestehen aus identischen Bauteilen und senken den Herstellungspreis. Allein die verschiedenfarbigen Lichter in den Aussparungen und das Kennzeichen verraten vorn und hinten. Das Opel-typische Gesicht kommt mit LED-Scheinwerfern und Blinkern. Auch die beiden großen Türen sind ein Bauteil, das auf der Fahrerseite gegenläufig nach hinten, auf der Beifahrerseite klassisch nach vorne schwenkt. Das geschieht von außen mit Druckknöpfen, von innen mit Zugbändern. Der Innenraum wirkt wie eine Hartplastik-Gussform, in dem zwei Personen, aber dank 1,52 Meter Höhe, erstaunlich geräumig, wenn auch nur auf schmalen Polstern sitzen können. Gestartet wird mit einem Druck auf die Drive-Taste, links neben der Sitzwange. Auch die Tasten für Leerlauf, N und Rückwärtsgang R befinden sich dort. Und nun kann es losgehen. Bei der ersten einstündigen Fahrt durch die Innenstadt von Frankfurt wird eines sehr schnell klar. Schneller als im Opel ROX-E ist keiner unterwegs. Durch den Elektromotor und das damit verbundene Drehmoment ist beim Ampelstart sogar immer ein Vorsprung herauszufahren. Durch die Abmessungen findet der Fahrer immer schnell einen Parkplatz. Kostenlos gibt es dazu ein Dauergrinsen, denn verinnerlichen sich die Insassen die Tatsache, wie viel günstiger sie im Gegensatz zu anderen Verkehrsteilnehmern unterwegs sind, ist dieses Grinsen garantiert. So, nach der ersten Ausfahrt mit dem neuen Opel ROX-E stellt sich natürlich eine ganz wichtige Frage. Der Wagen schaut einen an mit seinen sympathischen Augen und stellt die Existenzfrage. Braucht man wirklich sehr viel mehr Auto? Braucht man wirklich so viel Komfort? Die entscheidende Frage ist heutzutage, will man so viel Geld für das Autofahren ausgeben? Möchte man ökologisch unterwegs sein? Und wie viel Auto braucht man wirklich? Die Frage ist ganz schnell beantwortet. Wenn man mit diesem Fahrzeug, wie ich heute in Frankfurt unterwegs war, stellt sich diese Frage nicht mehr. Denn man kommt sehr schnell zur Erkenntnis, dass alles Wesentliche eigentlich von diesem Fahrzeug abgedeckt wird. Natürlich nicht die Langstrecken, das ist klar. Aber im urbanen Umfeld funktioniert das sehr, sehr, sehr gut. Und dann noch die entscheidende Angabe, der Preis 7.990 Euro. Und nun sollte man mal nachdenken. Thank you.